Die Grünanlage zwischen den U-Bahn-Haltestellen Lattenkamp und Hudtwalker Straße wird in Zukunft Gina Massa Amini Park heißen. Der Abschnitt gegenüber des iranischen Konsulats verfügte bisher bereits über ein, wenn auch nur temporär genehmigtes Denkmal in Andenken an die kurdisch-iranische Gina Massa Amini. Sie wurde im September 2022 von der iranischen Sittenpolizei in Teheran festgenommen und misshandelt, bis sie 3 Tage später an ihren Verletzungen starb. Grund für die Festnahme sei ein Verstoß gegen das Hijab-Gesetz im Iran gewesen. Ihr gewaltsamer Tod sorgte weltweit, besonders im Iran, für Proteste für mehr Freiheit für Frauen unter dem Slogan »Frauen leben Freiheit«. 30.000 Euro werden nun in die Hand genommen, um das Denkmal wetterfest zu erneuern und eine Gedenktafel aufzustellen.